sind ja prall gefüllt, kam allerdings auch besonders gut an vor den 32.000 Zuschauern in Belgien. Hugo van der Ham mit einem exzellenten Start geht gleich in Führung vor dem Berliner Rehfeld. Das Pech für die Startnummer 15, das ist Andreas Gülden und die zwei Sven Heidfelds, der kleine Bruder des Formel-3000-Manns Nick Heidfeld. Das frühe Aus für ihn, Gülden kann weiterfahren. Reihenfolge nach den ersten Metern, Hugo van der Ham vor Rehfeld und Timo Rumpfkeil auf Rang 3. Startnummer 8 auf Position 8, der Neusser Jörg Schramm. So geht's hinein in Richtung Fahrerlager Schikane, auf der Gegengeraden. Und der erste Campus Junior im Kies gestrandet, Luca Steininger, der Österreicher, der derzeit seinen Wehrdienst absolviert. Logischerweise und verständlicherweise sehr viel Ärger. Mehr Glück für Björn Roos, den Südafrikaner. Er hat die erste Runde heil überstanden und führt damit diese interne Campus-Wertung an. Das allerdings die Spitze. In der Klasse bis 2000 Kubikzentimeter. Die Autos, die leistungsmäßig ja fast herankommen an die Formel-3-Fahrzeuge. Und das wieder die Campus Junioren. Zweikampf der Teamgefährten Lothar Ranft und Peter Onodi. Onodi an Ranft innen vorbei, schiebt sich so auf die Gesamtposition 22 im laufenden Feld. Und dies alles unter den wachsamen Augen der Betreuer. Das ist ja die Mannschaft rund um den Teamchef Peter Zakowski. Timo Rumpfkeil, die Startnummer 5, Oschersleben, Sieger, an der Box, Probleme, Motoraussetzer. Die Mannschaft arbeitet fieberhaft, damit der Sieger von Oschersleben und Tabellenführer wenigstens noch ein paar Pünktchen machen kann. Probleme auch diesmal allerdings auf der Strecke für Armin Perrenbacher, die Startnummer 25. Dreht sich raus, rutscht dann ein bisschen unglücklich in die Wiese. Kein Vorwärtskommen, no grip, no chance und ist angewiesen auf die Hilfe der Streckenposten. Bei den Campus gibt es immer noch den Zweikampf. Lothar Ranft, die 51, der hat noch nicht aufgegeben, versucht hier am Ungarn Onodi vorbeizugehen, steckt allerdings wieder zurück. Die 165 PS starken Autos haben logischerweise sehr viel bessere Beschleunigungswerte aus den Ecken heraus. Ein Platzwechsel auf Rang 2 scheint in der Luft zu liegen. Timo Rumpfkeil attackiert Roland Rehfels, geht auf gleiche Höhe. Und dann letztendlich auch vorbei ist, damit neuer Zweitplatzierter hinter dem Führenden, hinter Andreas Gülden. Rehfeld natürlich jetzt mit Chance und Möglichkeit aus dem Windschatten heraus, denn Rumpfkeil zieht ihn ja mit auf dem Weg hinunter in Richtung Fahrerlagerkurve. Da hätte er jetzt hier die Chance auszuscheren und die Attacke auf den jetzigen Zweitplatzierten, nämlich auf Rumpfkeil, vorzutragen, tut dies auch. Allerdings der Konter wird vorerst einmal abgeblockt. Wir schauen noch mal eine ganz spezielle Situation per Zeitlupenzuspielung. Rehfeld beim Überrunden des Renault Campus von Lothar Ranft mit der Startnummer 51. Der kommt dabei über die Abweiser und dreht sich. Die letzten Meter, die letzten Kurven hin in Richtung der Ziellinie, Andreas Gülden. Er macht seinen ersten, aber folgenschweren Fehler in diesem Rennen. Er wird ausgangs der Kurve zu weit nach außen getragen, wird noch von einem überrundeten Fahrzeug etwas aufgehalten und kommt völlig aus dem Rhythmus.